So, und es geht auch gleich weiter. ich habe das Spiel nochmal neu gestartet und jetzt ist wieder alles normal. Gut. Nicht so wie letztes Mal, das eklige Ding. Keine Ahnung, was das da war. Und habe auch gleich eine Mission angenommen, die läppische 150 Meter ungefähr entfernt ist. Und zwar das automatische, die Shotgun halbautomatisch kriegt man dann, wenn man, ich glaube, es ist wieder so eine Rettungsmission, erledigt. Das sind ja höchstens 20 Leute da unten. Und der Typ, den wir retten wollen, den Typ. Ganz ruhig. Nein, nicht das Ding. Auch nicht das. Nix. Ich dachte echt, es gäbe hier heiße Hits oder andere. Schrei bitte, du bist auf der Sehnsucht. Steh. Weißen Männern. Ich werde sowieso Alarm auslösen. Also warum nicht gleich eine riesige Schießerei? Ablenkung, alles Ablenkung. Die Geisel wird angegriffen. Beschützen Sie den Cyber-Nerd. Okay, erste Waffe. Schnell mal runter. Na, komm, rüber da. Ich habe bitte jetzt keine Granate geworfen. Okay. Den nehme ich noch mit. Dann wird die Mission neu gestartet. Also, leise ist da schon mal nicht. Ich stürme, glaube ich, als erstes einfach rein. So wie es sein soll. Ungefähr so. So funktioniert es immer am besten. Die Geisel wird angegriffen. Schützen Sie den Cyber-Nerd. Oh, so ein bisschen Concentration, weil die halten echt viel aus irgendwie. Also mehr als ein Far Cry. Ist ja auch Far Cry Blood Dragon. Ja, ja, erstmal plündern. Nicht so wie letztes Mal. Der will mir sein Herz nicht geben. Der hängt wohl an seinen inneren Organen, inneren Werten. Ja, gleich, guter Mann. Lässt sich nicht selber befreien. Ich muss Loot einsammeln. Nein, erst wieder Loot, alles eingesammelt ist, ja? Gleich. Du bist frei, du wedelst schon mit dem Arm rum. Warum denn? Im Namen der Wissenschaft, ich danke Ihnen. Ja. Was auch immer das ist. Läuft ganz normal, als ob nichts wäre, hier einfach mal lang. Ach ja, ich habe mir nur noch so eine Karte gekauft, damit ich das Zeug sehe. Ich weiß nicht, ob das sich gelohnt hat. Mal gucken, vielleicht sammle ich davon ein paar. Wahrscheinlich gibt es dafür auch nochmal eine Waffenaufsätze und alles. Oh. Hey. Hey du. Drecksack. Drecksack. Also wirklich. Komm zu Papa. Ruf deinen Sunny, dann kann ich den auch töten. Ja, aber in dem Spiel empfiehlt sich, glaube ich, wirklich ausschließlich auf den Kopf zielen. Yeah. Körpertreffer bringen irgendwie gar nichts. Die halten ja fast so viel aus wie in Far Cry 3, die gepanzerten Einheiten. Ja, okay, Kopftreffer bringt auch nicht so viel mehr. Oh nein, nicht so ein. Bist du? Glückstreffer. Okay, gut, schwere Waffen. Alles klar, wo bist du? Wo seid ihr?
Zeig ich euch. Okay. Oh, die Shotgun. Komm schon, du stehst im brennenden Feuer. Ja. Nicht schlecht. Ich bin zum Töten hier. Freiwillige vor. Jetzt mal Finger in den Arm stecken. Und oh ja. Dann geht's mir gleich besser. Du hast noch mitgenommen. Hier noch irgendwas? Ich glaube nicht so. Jetzt sieht mich hier schon wieder. Ich sehe hier was zum Einsammeln. Oh. Weißt du, so langsam gefällt mir das. Fallschaden gibt's fast nicht. Okay, gehen wir den Weg außen rum und dann ganz leise natürlich. Wie immer. Ich glaube nicht, dass das Spiel darauf ausgelegt ist, leise zu agieren. Kommt mir jedenfalls drauf vor. Das ist ja grünes Licht von unten. Scanne. Neue Mission lokalisiert. Keinen Gegner übrig lassen. So gut wie erledigt. Das ist kein Problem. So, was haben wir denn jetzt Schönes? Also, ich habe das dabei. Das ist Schwachsinn eigentlich jetzt im Moment. Und der hier. Das ist eigentlich, glaube ich, bis jetzt die netteste Waffe. Obwohl, ich könnte ja auch mal damit. Ah, da ist mal nachgeladen. Na? Das war ein klassisches MG. Okay. So, hier gleich rein in Sicherheit. Und darauf warten, dass die kommen. Ja, hier auch noch. Eine Ladung Schrot. Ein Express ins Leichenschauhaus. Ah. Was hast du dabei? 25. Oh mein Gott. Nein. Wohl eher. Aber wohl, glaube ich, auch noch nicht gut. Oh nein, das wird ewig dauern. Oh. Also, die gehen ordentlich ab hier. Ah, zack, zack. Ein klassischer. Ich treffe dich nicht. Jetzt aber unverschämt rein. Achso, die Kiste nehmen wir mit, so reingehen. Zack, komm, zeig mir dein Köpfchen. Ah. Auch aufgeräumt. Ich glaube. Jetzt doch eher wieder ein Stealth. Also, still nach, wäre hier doch besser gewesen als sowas. Sag deinen Freunden, Rex schießt gut. Komm mal raus. Und nochmal den Kopflosen hier mitgenommen. Und wieder Deckung. Ah, schade. Hol hier hin. Was ist das? Ahnung, Klopapier. Und ja, das dürfte sich wohl noch als nützlich herausstellen. Ja, so. Den hatte ich im Auge.
Ja, das war kein Problem. Eigentlich sogar fast witziger, als wenn ich es selbst mache. Ich mag das nicht so, wenn ich eher so einer, der reinrennt. Wenn ich was ruhig probiere, dann... stimmt irgendwie meistens ich oder die Geißel. Die ich beschützen hätte sollen. Hat jemand irgendwie Geld rumliegen lassen, weil er zu viel davon hat? Aber guck mal, hier ist doch jetzt ordentlich viel. Bestimmt hat jeder Blitz nur 25, okay, 32, du, 36. Na, und du? 27, ja, geht. Ich glaube, in Truhen ist einfach mehr drin als in denen. Aber es lohnt sich, die mitzunehmen. Weil die Herzen, ich weiß nicht, die sind anscheinend irgendwie nur für Drachen da, um die abzulenken. Oder als Granaten oder sowas vielleicht, aber sowas, denke ich, vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht werden die später nochmal wichtig. Deswegen sammle ich jetzt so viele wie nur möglich. Damit ich sie später verballern kann. Sieh an. Später. Hier oben habe ich nämlich noch eine Kiste gesehen. Der wirkt etwas verkrampft. Na. Und gibt's hier noch was? Nee. Dann gleich mal die halbautomatische Shotgun holen. Für 1500. Ah, das ist doch mal nett. Habe ich jetzt auch drauf? Sieht so aus. Oh, ist irgendwie drauf geschossen. Oder? Na. Na gut, davon ist auch noch genügend da. Ja, das reicht auch noch aus. Gleich mal nochmal sowas. Ah, gleich nochmal was. Für die Shotgun. Ich glaube, die Shotgun mal. So, wo längs? Diesmal nicht in die falsche Richtung rennen. Da unten, ah, kein Problem. Ist nur gerade die andere Richtung, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte nämlich eigentlich diese Folge noch die andere Basis weiter hinten im Land erobern. Und jetzt halt die den Shotgun-Code hier noch kaufen und die auch gleich ausprobieren. Es geht viel schneller als mein Auto. Der rennt hier richtig durch. Der bricht sich auch nicht gleich nach irgendwie so einem Sprung. Ja, nix. Da bricht sich nix. Auch kein Fingernagel, gar nichts. Far Cry 3 ist sofort irgendwie, oh, mein Arm reckt sich in 90 Grad Winkel in die falsche Richtung. Ja und? Schon wieder sowas. Wo ist die Geisel? Nee, da bemerkt mich niemand. Na. Na komm, da hoch. Uah. Das kann auch nur der Rex hier, dass er einfach aus dem Wasser 2 Meter hoch springt. Ein Dicker. Ein Dicker. Nein, das gibt's nicht. Die Geisel ist da drin. Kann ich ja nicht reinstürmen und versuchen, das Ding zu halten. 14 Schuss. Duck dich, mein Junge! Jetzt ausbrechen. Ja, so gefällt mir die Schwester noch mehr. Oh ja. Hey, duck dich mal, weil. Vielleicht ist die Milch im Kühlschrank schon.
und schlecht durch. Naja, wofür hat man Versuchstiere? Moment, du sollst dich ducken. Hier ist eine Schießerei im Gange. Du bist immer noch eine Geisel, also hör auf, nicht Probleme. Gedanken zu machen. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, also jetzt kannst du aufstehen. Glaube ich. Danke, Sie haben mich gerettet. Ja, in der Tat. Hey, hallo. Was machst du da? Ich frage nicht. Es ist nur eine Frau auf der Insel. Was habe ich da gehört? Nur eine Frau? Unsere gute Doktor. Mit dem Augapfel im Wasser. Krass. Naja. So, jetzt noch in die andere Richtung. In die total andere Richtung. Und zwar hier hin. Wir müssen jetzt rein mal so ein Auto nehmen. Mal sehen, ob das jetzt noch besser ist. Lohnt sich das überhaupt? Wahrscheinlich setze ich sowieso gegen den Baum. Nö, passt sogar. Es fährt ja fast genauso schnell, als wenn ich rennen würde. Ob das überhaupt die richtige Richtung ist, die ich hier fahre, weiß ich nicht. Oh, guck mal, die Hula-Hula-Puppe da. Ist ja genau wie bei Far Cry. Da vorne im Auto. Ein bisschen sanfte Musik im Hintergrund. Die Landschaft hören, dass dort wieder irgendwelche Leute angegriffen werden. Denken, ja, das wird schon ausreichen. Die denken sich auch nur, ach, das war nur Einbildung, dann kriegt man eine Kugel in den Rücken. Herrlich. Ich mag das Spiel. Ist da noch so ein Ding? Legt man lieber ab. Hinausholt. Segelt man. In die Tiefe. Um das Lager lautlos zu infiltrieren. Neue Mission empfangen. Halt! Zeige jetzt an. Vor dem Vorrücken alle Gegner eliminieren. So gut wie erledigt. Kein Problem. Da unten ist jetzt aber noch so eine Kassette, die nehme ich jetzt mit. Die liegt ja fast auf dem Weg, was auch immer die bringt. Ja. Versteckte Kassette 4. 4, auch schön. So, dann zeige ich mal. Wie viel Schuss haben wir? Wenig. Extrem wenig. Gut. Schlecht. Noch nicht schlecht. Was bist du? Spielekonsole? Ich weiß nicht so recht. Ich würde gerne auf einen erhöhten Punkt, obwohl ich Angst hatte, dass dann später da wieder Helis kommen. Jo, was bist du, mein Kleiner? Bestimmt was zum Deaktivieren. Nein. Auch nicht zum Hand reinhalten. Einfach mal übers Gelände gesprintet. Jetzt hat das aber wirklich heraufbeschworen, dass ich auf ihn geschossen habe. Ne? Ansonsten wäre ich nur rein, hätte meine Teekanne geholt und. Also jetzt natürlich, jetzt kann ich auch nicht mehr. Ja, jetzt muss ich meinen Tee mit Gewalt holen, ja? Auch wenn ich brenne. Alarm jetzt hier hoch. Gib's mir erstmal dein Herz. Oh, sehr schöne Lage. Morgen. Ich würde gerne wissen, wie ich da hochkomme. Ah, anscheinend liegt da vorne rum. Ja, ist jetzt auch egal. Jetzt ist eh schon alles zu spät. Jetzt kann man ja auch Lärm machen. Guten Morgen. Ich hoffe nur, dass die Waffe ausreicht, um nicht zu damagen. Na, wahrscheinlich nicht. Komm schon. Gut. Da muss die Waffe ran. Bam! Erster Schuss. Gut, 4 Schuss. Mit Vorarbeit. Na? Jetzt stolper hier nicht so rum. Du bist doch nicht gehbehindert.
Oh. Grundschule. 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 Wird der hier dran? Du gehst da. Okay, okay, okay. Sehr gut. Also, der hat jetzt über zwei Magazine gefressen, der Kleine da. Ach, ist hier irgendwas Schönes drin. Da unten kummelt sich schon wieder vier. Habe ich da überhaupt noch Munition? Nein. Na super. Gut, Bogen. Du musst mich jetzt retten. Oh Gott. Oh, der Bogen ist tatsächlich ziemlich stark. Ja, aber. Okay, Rückzug. Etwas. Komm, zeig mir den Kapitän. Ja, du ziehst doch nicht mal ein, wenn ich da bin. Hallo, guten Morgen, guck mal. Okay, den mach ich so. Gut, dann jetzt noch einen Sniper-Hampel. Bisschen Munition eingesammelt. Oh, das muss sein. Ist ja alles wieder eigentlich ruhig. Aha, ich höre da immer noch einen. So ein bisschen. Na, gib mir dein Herz. Oder dein Blut, je nachdem. Oh, da hinten sitzt noch einer, okay. Er sieht mich nicht. Nein, 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 nicht auf mich. Gut, dann die kaputte hat wieder ansetzt. Ist so viel schönes Zeug hier, ich muss das alles mitnehmen. Okay, das ist zu lang. Ich konnte ja mich treffen. Der klassische Haken-Move an Rettigen. Carré. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich hier jetzt verfahren soll. Das ist wohl der letzte. Oh, Tatsache. Mit dem letzten war ich einfach so. Patsch. Und dann sammle ich noch ein bisschen Zeug ein. Hier, du kriegst noch ein bisschen was. Abgenommen. Allgemein sieht die Basis doch recht gut aus. Jetzt nehme ich noch ein bisschen hier was mit. So. Und von hier. Und dann sieht es eigentlich sauber hier aus. Für das, dass ich fast keine Munition mehr habe. Für die drei Schuss hier, das ist ja gar nichts. Da vorne ist der Shop. Da hinten gibt es ein Gelage hier, so ein Tier. Oh, nicht scheiße, nee, das mach ich nicht. Das lohnt sich nicht, weil die Waffe nutze ich eh nicht so wirklich, glaube ich. Nehme ich doch lieber hier den Shop und hau mir eine volle Munition rein für 160. Und kauf mir am besten noch was für die Shotgun. Okay, gut, dann wäre das ja schon. An der Stelle bis zum nächsten Tag.